Ja, hier ist Christian Hemschemeier, Paartherapeut, Beziehungscoach, Diplompsychologe und so weiter. Und dies ist mal wieder Blog rund um die Themen Dating, Beziehung, manche spirituelle Themen und so weiter. Ja, heute haben wir ein schönes Thema. Meine Familie ist gegen meine Beziehung, auch sehr lustig. Es gibt übrigens ab 1.8. gibt es hier eine neue Selbstliebe-Challenge. Werde die auch so ein bisschen auffreshen bis dahin. Und genau, vielleicht sehen wir uns ja auf der Liebeship-Party und am 15.9. auf einem der Bootcamps, die es ja im September gibt. Es wird auch eine Lesung geben, die muss ich noch einstellen. So, hallo Christian, vielen Dank für deine großartigen Videos auf YouTube. Ich habe eine Frage, was soll ich tun, wenn die Familie und Freunde gegen eine Beziehung sind? Mein Ex-Partner und ich, wir sind in den 20ern, haben uns in den letzten beiden Jahren zweimal getrennt und nach ein paar Monaten Beziehungspause wollten wir es nochmal versuchen. Es gab immer viel Drama mit hin und her, Liebesentzug, Probleme mit ihrem Ex. Ich bin der Verlustängstliche und sie die Vermeidende. Hätten wir jetzt nicht gedacht. Vor ein paar Monaten haben wir von ihrer Seite aus eine Freundschaft plus angefangen. Also das hört sich schon so derart fucking toxisch an. Aber gut. Also never ever Freundschaft plus, wenn ihr aus einer toxischen Beziehung rauskommt. Also ich weiß gar nicht. Es ist wirklich mein... Ich traue mich nicht nochmal zu sagen, weil es ist zum Verzweifeln für mich, ich sage immer wieder, keine Dreiecke. Das heißt natürlich auch kein Freundschaft plus so in einer toxischen Beziehung. So, das ist ja das Spiel des Minuspols, was ihr da spielt. Und sie kann dann, ja, Sex haben, mit wem sie will. Du natürlich auch. Und aber du willst es eigentlich gar nicht. Und aber gut. Also mit jemandem eine toxische Beziehung hat, und ich vermute mal, es ist eine, wenn das so on-off ist, mit dem fängt man keinen Freundschaft plus an. Das ist genauso, wenn du von Alkohol runterkommen willst, dann machst du auch keinen Freundschaft plus mit Alkohol. Dann sagst du auch nicht, ja, dann trinke ich eben, okay, ich bin Alkoholiker, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, ne? Dann, aber Whisky kann ich ja noch trinken, so, das ist die Freundschaft plus so. Nee, kein Freundschaft plus nach einer toxischen Beziehung. Ich habe sie sehr gerne und würde es auch machen, jedoch ist es nun so, dass ich den Kontakt zu ihr geheim halten muss, da meine Familie, vor allen Dingen mein Bruder, voll gegen diese Frau sind. Ich vermute mit Grund, also wenn die Familie, die ist ja auf deiner Seite, so dagegen anagiert, wird sie wohl einen Grund haben. Er droht mir sogar mit Kontaktabbruch, wenn ich nochmal mit ihr zusammenkomme, weil er es nicht mehr mit ansehen möchte, wenn ich dann wieder anfange zu leiden. Ah. Mach mal eine fucking Kurse, wirklich. Ist das wirklich die Art von Beziehung, die du führen willst, wo alle die Hände beim Kopf zusammenschlagen und dein ganzes Umfeld dich bestimmt lieben, sagen, sorry, dieses Elend wollen wir nicht mehr mit ansehen. Das willst du weiterführen? Es ist schon so, dass mein Bruder und ich eine besondere Beziehung haben. Wir sind manchmal wie ein Herz und eine Seele. Ja, und er steht garantiert auf deiner Seite. Und es schmerzt sehr zu hören, wenn er den Kontakt abbrechen möchte im Falle der Zurücknahme. Mein Bruder und meine Freunde meinen, ich habe was Besseres verdient. Ja, offensichtlich hast du was Besseres verdient. Eine, die mich liebevoller mit mehr Respekt behandelt. Ich habe mit ihr darüber... wir müssen jetzt auch kein Bashing dieser Frau betreiben, weil sie ist, wie sie ist. Ne? Und offensichtlich macht sie das ja nicht im Gang. Also, aber wenn jemand... Wenn ich über seinen Ex rüber ist, hin und her ist, nicht weiß, was er will. Und ja, klar, spiegelt sie dir bestimmt auch eigene Themen, aber das kannst du nicht mit der lösen. Ne? So. Ich habe mit ihr darüber geredet, was alles kommt, wenn wir es wieder probieren. Das heißt im Klaren, dass ich sehr viel emotional leiden werde. Das wird sie nicht. Also, ich weiß nicht, ob es sie interessiert. Also die meisten... Ich vermute mal, es interessiert sie nicht mal, aber kann da eh nichts dran machen. Sie wird weiter so sein, wie sie ist, und sie wird dir weiter das Herz brechen und du wirst weiter leiden. Das ist wie so, ach, ist die Herdplatte heiß? Oh, ich habe mich verbrannt. Aber vielleicht ist sie jetzt nicht mehr heiß. Oh, habe mich verbrannt, ist immer noch heiß, aber vielleicht ist sie jetzt nicht mehr heiß. Oh, das geht so lange weiter, bis du völlig am Boden bist und endlich einsiehst, dass das nicht funktioniert.
So, und das kannst du abkürzen und das will deine Familie vermutlich mal. Ne? Weil ich den Druck nicht so standhalten kann, weil mir meine Freunde und meine Familie wichtig sind. Ja, es kommt noch einer oben drauf. Ich meine, letztlich werden die dich ja nicht im Stich lassen, aber die wollen ja einfach sagen, hey, das tut dir nicht gut, ne? Aber letztlich ist natürlich, es ist dein Leben und wenn du sagst, ja, ich möchte jetzt gern toxische Beziehungen leben in meinem Leben, das ist deine Entscheidung. Das kann dir auch keiner abnehmen, so, ne? Aber meine Erfahrung ist auch, wenn jemand so eine liebessüchtige Beziehung, weil es vermutlich ist, weiterführen will, kann man machen, was man will, kann man quasseln, wie man will, dann wird das gemacht. Ne? So, also, it's up to you. Es wäre möglich, wenn sie mir in der Zwischenzeit, wenn ich dann leise den Rücken stärkt und hinter mir steht, jedoch meint sie, sie kann mir diese Sicherheit und Rückhalt nicht geben, weil sie selbst so viel Probleme hat. Ja, es ist nur ehrlich und das heißt, du hast keinen Rückhalt von ihr und keinen Rückhalt von deiner Familie. Und was hast du überhaupt gewonnen, außer toxische Achterbahn und ab und zu toxischen Sex, wenn sie nicht mit ihrem Ex rummacht irgendwie? Ey, ganz ehrlich, was soll das? So, ne? was überhaupt, mach dir mal eine Liste, was du überhaupt davon hast? Ja, du magst sie, ja, du kannst sie auch mögen und an dir eine neue Frau suchen. So. Aber gut, ist alles, ich sage es jetzt mal so ein bisschen mit Druck, einfach um dir zu helfen. Ich weiß, ich habe das gemacht, viele haben das gemacht, diese Beziehung zu führen. Und ja, ist wie es ist, aber ich will euch nur helfen, dass ihr das nicht machen müsst. So. Nun zu meinen Fragen: Glaubst du, dass mein Zwillingsbruder recht hat? Ja. Hast du Erfahrung damit gemacht, dass es funktionieren kann, wenn man sich gegen Freunde und Familie entscheidet? Ja, also natürlich ist es deine Sache. Also wenn, nehmen wir mal an, du, weiß nicht, deine Eltern sind dagegen, dass du eine, keine Ahnung, neuseeländische Frau datest und du willst aber eine neuseeländische Frau daten, dann machst du das natürlich, ne? Oder wenn deine Eltern dagegen sind, weiß ich nicht, gegen Sex vor der Ehe, du hast aber Sex vor der Ehe. Natürlich ist es dein Leben. Aber natürlich kann das funktionieren, nur hier ist es ja offensichtlich so, dass sie echt einfach nur dein Bestes wollen. Also sagt natürlich jede Familie, aber kommt dir schon sehr verständlich rüber. Haben Freunde und Familie meistens recht, wenn sie sagen, du hast was Besseres verdient? Ja, absolut. Hoffe, du kannst mir weiterhelfen und meine Fragen beantworten. Ja, ich hoffe, es ist hiermit passiert. So, lass das nicht so laufen. Also hol dir sonst anderweitige Unterstützung noch. Weil, also, das willst du nicht haben, glaube ich, dass du da jetzt nochmal durchgehst und machst noch diesen Konflikt mit deiner Familie. So, also, das hört sich nicht gut an. Also, wenn du aber gar nicht rauskommst, dann, vielleicht manchmal muss man sich auch vor Ort einfach Unterstützung suchen, aber so zur Information, kannst du ja gerne mal durch meine Kurse wühlen. Modul 1 wäre das hier in diesem Falle. Aber ich würde den Kontakt zur Familie nicht abreißen lassen. Also da würde ich mich... Also Familie ist teilweise das Letzte, was echt noch hinter dir steht. So, wenn... weiß ich nicht. Und ich glaube, die meinen es echt gut mit dir. Und Blut ist dicker als Wasser. Also ich würde mich... Wenn ich irgendwie Familie selber total toxisch ist, was sich jetzt überhaupt nicht hier so anhört, würde ich immer Familie priorisieren, meine Meinung. Es sei denn, deine Freundin ist deine Familie, aber das ist ja nicht der Fall. In diesem Sinne, wir werden uns mal wiedersehen.